In Wien-Donaustadt befindet sich die letzte gerichtliche Auktionshalle Österreichs. Hier landet jenes Hab und Gut, das der Gerichtsvollzieher bei seinen Hausbesuchen pfändet. Im Prinzip werden die Gegenstände vom Gerichtsvollzieher überstellt mit einem Transportwagen, eben vorher gepfändet und dann überstellt in die Auktionshalle. Dann wird der Schätzmeister bestellt, der stellt dann ein Gutachten, wie viel die Gegenstände ungefähr wert sind. Und zum halben Schätzwert werden sie dann ausgerufen und dann raufgesteigert, lizitiert und an den Höchstbietenden dann übergeben. Die Versteigerungserlöse sind in den letzten Jahren stetig gesunken, denn der Besitz wird immer weniger wert. Röhrenfernseher sind längst Ladenhüter. Elektrogegenstände gehen eigentlich meistens gut. Wir verkaufen aber auch, ich weiß nicht, was die Leute dann mit dem anstellen, aber im Bausch und Bogen auch eben so ein Konvolut an Kleidungsgegenständen, teilweise sogar fast beschädigt manchmal. Autoradios, Handys, ausgestopfte Vögel, alles kommt hier unter den Hammer. An ein Gusto-Stückel kann sich die Auktionsleiterin noch lebhaft erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, das war von einem Swingerclub ein Gynäkologenstuhl. Und das war relativ lustig. Ging der weg? Der ging weg, ja. Peter Huber kommt schon seit seinem 18. Lebensjahr zu Versteigerungen. Er kennt mittlerweile fast alle, die hier mitbieten. Ein gemeinsames Treffen jeden Donnerstag oder jeden zweiten, wenn es da ist, und ein bisschen eine Rivalität oder eine Gier oder eine Sucht oder wie man das bezeichnen will. Auch wenn neue kommen. Also wenn das jemand hört, wenn da einer glaubt, jetzt kann er da steigern mitkommen. Da unter allen Profis ist es so, dem lässt man das Auto oder diese Sachen niemals, außer bis zu dem Preis, wo er es im Geschäft kriegt. Es kommen hin und wieder manchmal Leute, aber nicht lange, sagen wir so. Die werden weggeekelt, sagen wir so. Ein Blick in die Vitrine genügt. Der Profi weiß meistens sofort, woher die Dinge stammen. Und hier in der Halle werden vor allem eben Dinge versteigert, die Beweismaterial gewesen sind aus Prozessen und so weiter, Strafprozessen, wo der ihm eingebrochen hat, das ist ganz bestimmt. Sein Kaperl haben sie auch noch und seine Handschuhe. Also damit hat er scheinbar diese Wohnungen aufgebrochen mit Winkelschleifer und so. Also Pistolen und Gewehre dürfen es nicht, vor allem nicht welche, wo ein Mord passiert ist, die müssen vernichtet werden, habe ich gehört. Heute werden neben dem Ramschauch 4 Gemälde von Ernst Fuchs versteigert. Die Verlobte des Malerfürsten hat zwar gegen die Zwangsversteigerung geklagt, weil sie meinte, die Bilder gehören ihr. Doch die Klage wurde abgeschmettert. In dir verführt mich die Hose, süchtiger Mond, in die nach mir rief. Trunken schmeck ich dich in dir tief. Bleib schäumend und stets bei mir, bleib bei mir. Mein Bild, bleib stets bei mir. Bild, bleib stets bei mir. Es ist auch ungerecht, weil es ist mein Bild. Und ich bin nicht dazu verpflichtet, Schulden von Ernst Fuchs zu bezahlen. Es ist mein Bild, das hat er mir geschenkt. Und das Porträt und das. Ich kann nicht mitsteigern, weil ich habe kein Geld. Ich komme mir nur die Leute anschauen, die sich daran aufgeilen, an meinem Arsch, an meinem Gesicht und sich bereichern an den Kunstwerken, die der Ernst durch mich geschaffen hatte. Wollte nur mal eine Gesichtskontrolle machen, wer hier so rumsitzt. Rund 40 Kühe und Kälber leben derzeit auf dem Hof von Christoph Niederberger. Der Oberösterreicher ist Bauer und Rinderzüchter. 10-mal im Jahr fährt der 43-Jährige zu Versteigerungen. Für 2 Kühe und 2 Kälber ist heute der letzte Tag am Hof. Die Tiere zu verkaufen ist für mich von ganz einfach bis sehr schwierig, je nachdem. Wenn ich Stierkälber, die nur sehr kurz am Betrieb sind, die eben auf die Welt kommen, die wird mit 6 bis 7 Wochen verkauft. Die hat mir noch nicht so ans Herz gewachsen, wie wenn ich eine Kuh verkaufe, die schon 2 Jahre, 3 Jahre im Betrieb gewesen ist, die ich praktisch persönlich schon längere Zeit kenne und dann auf dem Markt führe, ist das sicherlich eine schwierigere Entscheidung für mich, als wie eine Kälber zum Verkaufen. Langsam, langsam, langsam. Da, komm. Komm. Langsam, ruhig, komm. Ganz ruhig sein, ruhig sein. Ganz ruhig, brav sein. Christoph Niederberger hofft, dass der Versteigerungsmarkt am nächsten Tag gut laufen wird. Annähernd so gut wie sein Traumergebnis vor wenigen Monaten. Ein ganz schöner Markt war mal, da habe ich 5 Tiere drin gehabt.
und habe einen Durchschnittsertrag von 2000 Euro gehabt. Das war für mich ein sensationelles Erlebnis. Um den Kühen Maggie und Britta unnötigen Stress am nächsten Morgen zu ersparen, liefert der Landwirt die beiden schon heute bei der Versteigerungshalle ab. So Mädels, da bin ich wieder. Ganz ruhig, ruhig, ui, da ist warm herum, ruhig, ganz brav. Stopp. Maggie ist als Erste dran. Nach der Registrierung kommt sie auf die Waage. So, wie schwer ist? 615 Kilo. Hier werden die Tiere gewogen. Dann die nächste Station ist hier eben der Waschplatz, wo wir eben 12 Stände haben, wo die Bauern mit Wasser die Tiere waschen können. Und da werden die Tiere, jeder will natürlich sein Tier bestens präsentieren. Ich sage immer so, wenn ein Bauer ein Auto verkauft oder irgendein Mensch ein Auto verkauft oder einen Traktor, dann wird das auch ordentlich gepflegt, weil er es ja zu einem guten Preis verkaufen möchte. Und genauso ist es auch hier, der Bauer, der jetzt ein Tier, eine Kuh verkaufen möchte oder ein Kalbin, der will es am Morgen auf der Versteigerung super präsentieren. Der wichtigste Teil kommt erst noch. Maggie muss auf den Laufsteg und wird von den Zuchtwarten genau unter die Lupe genommen. Dieser junge Kalbner, schauen wir, ob es reinstrichert ist. Ganz ruhig, Maggie, ganz ruhig. Strichenstellung passt. Beckenneigung ist auch in Ordnung. Treibst du es noch ein paar Meter? Machst du noch einen Schritt. Könnte man sich elegante Kalben, ist das. Könnte man sich einigen auf eine 2A. Können wir 2A Kalben machen bei der? Preisklasse 2A, gell? Christoph. Die Preisklasse 2A ist die höchste Einstufung der Kalbinnen. Da geht es 2A, 2B. 2B minus 3A. 3B sind 4 Klassen, wo wir die Kalbinnen einreiben. Kalbin Britta hingegen schneidet nicht ganz so gut ab. Es liegt nicht an ihrer Nervosität, sondern an ihren Eutern. Ich habe 2 Andeutungen verhaftet lassen. Das kann keine Preisklasse 2A nicht werden, ist eine 2B plus durch die gute Entwicklung von Gewicht. Enttäuscht bin ich jetzt überhaupt nicht. Ich habe beide gerechnet gehabt, dass in die Kürklasse 2B plus kommen. Jetzt ist einer in der Kürklasse 2A, bin ich positiv überrascht. Konnte mir nicht besser wünschen. Rund 70 Oldtimer warten auf einen neuen Besitzer bei der Classic Expo in Salzburg. Bereits zum 8. Mal versteigert das Dorotheum hier vor allem Bubenträume. Der Niederösterreicher und Oldtimer-Sammler Christian Machowitz ist Stammgast. Also ich habe 5 Motorräder hier zur Versteigerung und noch eine unbekannte Anzahl von Dingen, die ich vielleicht wieder mit nach Hause nehme. Also das ist ja hier. Für mich ist das so die Erwachsenentauschbörse für Spielzeug. Unter den 5 Motorrädern ist eines darunter, das einen Höchstpreis erzielen könnte. Eine Puch aus dem Jahre 1936. Und da sind wir jetzt alle gespannt, auf wie viel die gehen wird. Weil von der sind einzelne Teile schon, also wenn sie nur diesen Scheinwerfer brauchen oder zum Beispiel einen von diesen originalen Werkzeugkasteln hinten mit dem Puchaufdruck, da kostet so ein Werkzeugkastel schon 300 Euro und ein Scheinwerfer allein 1000 Euro. Also das, schauen wir mal, ob es geht. Ja. Ja. Einige Originalschrauben wahrscheinlich unheimlich wertvoll. Liegen auch noch drinnen. Aber wie gesagt, das ist eben mit der Prägung ist das natürlich ein besonders interessanter Teil. Und dadurch, dass beide noch da sind, ich habe sie komplett unverändert gelassen, so wie ich sie bekommen habe. Weil ich versucht, vielleicht dieses A-Zeichen für ein anderes Motorrad herunterzunehmen, aber ich dachte, ich lasse es drauf, es war immer drauf. Und da ist das Schild vom Letztbesitzer, der leider auch verstorben ist, wo er seine letzte Fahrt gemacht hat, das habe ich auch drauf gelassen. Also ich lasse das immer möglichst unverändert. Auch dieser Ford Taunus gehört noch dem Sammler. Der 1973er ist ein Publikumsmagnet und wird ordentlich begrapscht und getestet. Den Kürzel schon, das hat man nicht zu. Da macht man den Finger das. Hat man es da auf? Jetzt lasse ich da unten aus. Hast du das gesehen? Ja. Das sind nur Autos, nicht bei den Händen. Die muss man zuhauen. Man muss damit abgeschlossen haben, aber das ist so wie bei einer Beziehung. Ja. So, man kann das nicht ganz genau steuern. Natürlich tut es weh, wenn da irgendwelche, vor allem wenn Leute, die keine Ahnung haben, irgendwo herumtapschen und irgendwelche Sachen plappern, die völliger Blödsinn sind, dann tut es schon weh. Ja, das tut ehrlich weh, weil das hat sich das Auto nicht verdient. Zum Aufwärmen geht es bei der ersten Versteigerungsrunde um Kleinigkeiten wie Kühlerfiguren oder Aschenbecher. Ja, das ist einfach nur so
Vitrinensachen, die einfach schön sind zum Aufstellen. Also ich brauche das alles nicht. Aber der Vitrinenaufzug ist gut. Cadillac um 19,38, 25 Euro. 25, 30, 35, 40, 45 für 40. 45 Euro zum zweiten und 45 zum dritten. Egal, ob es um einen günstigen Aschenbecher oder einen teuren Oldtimer geht, der Rausch des Ersteigerns ist immer gleich. Es ist aber auch einfach spannend, solange die Hand oben ist, hat man ja was. Was bei dem Katalog nicht so aufregend ist, wenn man beim Rolls-Royce die Hand oben hat, gehört einem für eine Sekunde der Rolls-Royce. Ne? Auch wenn es in der nächsten Sekunde der Nächste die Hand auch oben hat und höher bietet. Für die Auktionsleiter sind Versteigerungen in Messehallen besonders schwierig. Trotz der leuchtend gelben Bieternummern muss Manfred Humer enorm konzentriert sein. Ja, es ist in jedem Fall anders, weil Geräuschkulisse ist einmal da, es ist ein permanenter Lärmpegel da, es ist eine sehr große Konzentrationssache, das muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, das wird man gewohnt mit der Zeit, es ist natürlich auch viel Routine dabei, das ist auch gefährlich. Ich muss mich bei solchen Sachen immer sehr, sehr konzentrieren, dass ich nicht den Faden verliere. Darum neige ich auch wenig zu irgendwelchen Zwischenbemerkungen und so, weil da kommt man sehr leicht aus dem Konzept und nachdem man das alleine macht, soll ja alles stimmen. Es soll der Zuschlag richtig vermerkt werden, es soll das Messbuch, die Bieternummer, der Bieter, der das gekriegt hat. Das ist also schon eine große Herausforderung und jemand, der also in diesem Metier neu ist, wird er vielleicht ein bisschen ein Problem haben, aber man wächst da hinein, das ist keine Frage. Zurück im Bezirksgericht in Wien. Die Bilder von Ernst Fuchs sind angeblich wegen unbezahlter Anwaltskosten von rund 70.000 Euro gepfändet worden. Das ist sozusagen für mich eine Symbolik. Da ist eine Wunde, die ich jetzt hier mittrage mit so einem Schild. Das könnte ich mir ja hier gleich anhängen. Es ist auch noch gar nicht fertig. Muss auch nicht fertig gemalt werden, weil es gehört mir. Aber wenn dann Leute irgendwie ihren Spaß dran haben wollen. Hier im Gericht dürfen auch Promis nicht einfach so die Regeln brechen. Das Preisschild muss sichtbar bleiben. Vorschrift ist Vorschrift. Na, werden wir dann schauen, wie sie alle die ganzen Maden billigst was ersteigern. Vielleicht mache ich mir auch noch ein Preisschild dran. Uta, ganz billig heute zu haben. Weil das sind meine Bilder. Das sind meine. Das ist Fremdeigentum, was hier benutzt wird. Weil ich bin nicht dafür zuständig, Schulden vom Ernst zu bezahlen. Bitte um Ruhe. Wir beginnen mit der Versteigerung. Versteigerungsbedingungen sind draußen an der Amtstafel verlautbart und können gerne hier vorne entnommen werden. Die Mobiltelefone sind bitte auf lautlos zu schalten und das Sprechen ist einzustellen. Wir beginnen mit Lagermasse 151 aus 12, Postzahl Nummer 1. Das ist eine Hautcreme der Marke Vichy mit einem Schätzwert von 4 Euro. 2. Rechts, 3. Vorne rechts, zum ersten, zum zweiten. Kein weiteres Angebot, 3. Und manche kommen eigentlich gerne her zur Versteigerung, weil das, wenn sie das jetzt glauben, sie müssen das haben und der andere darf es nicht haben. Nicht? Dafür ist dann das eigentlich so, gewisse brauchen das überhaupt. Sie sagen, bevor sie ins Casino gehen, gehen sie lieber zur Versteigerung. Das ist viel angenehmer, ja. Lagermasse 266 aus 12, Postzahl Nummer 1, ist ein Navigationsgerät der Marke Medion mit einem Schätzwert von 40 Euro. 20. Vorne rechts. Rechts rückwärts. Zum ersten, zum zweiten, 45. Zum ersten, zum zweiten, kein weiteres Angebot, 45. Diesen GPS da gekauft, 45 Euro, das, wenn er alt ist. Das Problem ist, dass diese gestohlenen Sachen, wie ich vorher sagte, eben schon Jahre da liegen. Und dann sind sie nicht mehr aktuell und wer weiß, ob es geht. Das ist riesig, es ist günstig, wenn es geht. Aber von drei Sachen sind zwei hier. Das ist das Problem. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt muss ich ja mitsteigern. Peter Huber bietet mit, manchmal auch nur, um andere hochzutreiben. Und das bereitet ihm sichtlich Vergnügen. Manche sind so gierig, die entwickeln eine richtige Gier. Ne? Der Dicke überhaupt. Der lässt niemand was. Ne? Was habe ich gesagt?
Bei der Viehversteigerungshalle in Freistadt geht es schon früh morgens rund. 600 Tiere kommen heute unter den Hammer. Christoph Niederberger hat mit seinen Kälbern mehr Arbeit, als ihm lieb ist. Kälber sind insofern schwieriger zu führen, weil sie meistens nicht vorbereitet werden. Das heißt, sie werden nicht an den Strick gewohnt. Das ist das wohl eine Premiere, wenn man Kälber einen Strick aufmacht, man weiß nie, was kommt. Das eine rennt mit wie ein Hund, das andere lässt sich schieben bis zum letzten Zentimeter. Christoph muss heute ordentlich schieben. Die kann noch. Was haben wir für eine Nummer? 59. Ist das eine gute Nummer? Das ist ja sehr gut. Nein, überhaupt nicht. Das sollte noch mittens drin sein. Wenn man ganz am Anfang ist, ist es schlecht und ganz zum Schluss ist es auch schlecht. So meine Meinung. Der Landwirt hofft, dass die Nachfrage nach seinen Tieren hoch sein wird. Denn billig verschleudern kommt für den Oberösterreicher nicht in Frage. Wenn ich mit meiner Kalb oder meiner Kuh in den Ring gehe, dann habe ich mein persönliches Preislimit. Und wenn ich das nicht erreiche und sage, nein, das Tier wird nicht abgegeben, dann wird der Versteigerer meistens fragen, wenn es knapp an dem Preis liegt, er fragt, welchen Preis willst du haben. Dann fragt er noch einmal, ist wer bereit, diesen Preis zu zahlen? Und wenn keiner dann bereit ist, dann muss ich austreiben, dann kann ich das Tier wieder nach Hause bringen. Oder muss ich das Tier nach Hause bringen. Den Auftakt bei der Versteigerung machen wie üblich die mächtigen Stiere. Die Kaufpreise liegen zwischen 1.500 und 6.000 Euro. Auch hier wird vorher jeder Stier in eine spezielle Preisklasse eingeteilt. Wenn man sich die Stier da anschaut, jeder hat ein bisschen eine andere Form und ein bisschen eine andere Bemuskelung. Also man merkt schon, dass gewisse Linien irgendwo durchschlagen. Das merkt man schon. Und wir wissen auch, wo die Schwächen liegen bei gewissen Linien. Also die wissen wir schon. Oder auch die Stärken. Also nicht nur Schwächen, es gibt auch Stärken. Er ist ein bisschen schwächer da, der Dreier. Das merkt man gleich. Er ist auch in der Winkelung noch ärger. Gewinkelt den Hinterfuß. Und hat ein bisschen eine Spreizklaue hinten. Wir müssen noch zwei machen. Zwei? Zwei. Der Öfer ist 3A. Das hilft nicht. Der ist momentan am rechten Fuß vorne nicht in Ordnung. Während die Nummer 11 betrübt von dannen zieht, feilt Christoph Niederberger bei seinen Tieren an der richtigen Optik. Das Tier sauber machen, dass er fürs Auge ein besseres Bild macht, wenn die schön glänzen, wenn keine Sägespäne drauf sind, dass einfach möglichst sauber sind, die Tiere. Komm. Komm. Geh mit, komm. Langsam, ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, Megi, komm. Jetzt muss ich noch ein bisschen warten. Bin noch nicht ganz an der Reihe. Für den Landwirt sind die Versteigerungen nicht nur ein Geschäft. Hier kann er sich auch stundenlang mit Gleichgesinnten unterhalten. Jeder Mensch hat seinen Vogel. Mein Vogel handelt die Kühe und da finde ich welche, die über meinen Vogel reden. Maggie, seine 2A-Kalbin, muss als erstes in den Ring. Christoph hofft auf einen guten Preis. 1700 Euro. Alles, was darüber hinausgeht, erzeugt künstliches Lächeln. Komm, Maggie, komm. Komm, Maggie. Komm, gehen wir. Los geht's, komm. Maggie hat nur wenige Sekunden Zeit, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. So ist recht, Maggie, komm. Nein, ich mache das mittlerweile schon seit sehr vielen Jahren. Jetzt bin ich auch nicht mehr nervös, wie es angefangen habe zu versteigern, war ich da jetzt mal ein bisschen angespannt. Sagen wir nicht nervös, sondern ein bisschen angespannt. 1700, 17, 20, 40, 17, 40, 17, 16, 17, 80, 1800, 1800 zum ersten, zweiten und nicht mehr, mehr letzten Mal, Winkel Nummer 144. Danke. Ist schon verkauft. Ich bin heute mit dem Markt bisher zufrieden. Es hätte ein bisschen besser laufen können, wenn es ein extrem guter Markt gewesen ist, aber grundsätzlich bin ich zufrieden. Schauen wir noch, was die zweite Kalb ausmacht, ob die auch so gut geht wie die. Komm. Jetzt muss ich die wieder am Stand hängen und die andere vorführen.